Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Don't Starve Together mit Ari. Hallo. Mit Bushaltestelle. Ja, hallo. Mit Captain Yamato. Hallo. Und mit dem Mich. So. Und jetzt, mit dem Mich, genau. Und jetzt, genau, wir wollten weitermachen. Wir wollen so ein bisschen darauf hinarbeiten, eine Höhlentour zu machen. Aber erstmal an euch, an die Zuschauer, eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wir haben gerade rausgefunden, dass die ganzen tollen Sachen, die mit dem Reign of Giants DLC dazukommen zum Multiplayer, dass die erst dann wirklich komplett im Spiel auftauchen, wenn wir ein neues Spiel starten. Jetzt ist aber die Frage, jetzt müssten wir dann alles hier, was wir hier aufgebaut haben, hinter uns lassen und quasi komplett neu anfangen. Die Frage geht jetzt an die Zuschauer, wollt ihr das? Wollt ihr, dass wir neu anfangen oder wollt ihr das App weitermachen? Wollt ihr das hier weitersehen, was wir hier weiter, dass wir hier weitermachen? Entscheidet euch jetzt. Ihr könnt es mir mitteilen in den Kommentaren. So. Das war die wichtige Ansage. Sehr schön. Bin sehr stolz auf dich. Und ich suche jetzt Steine für ein Lagerfeuer, denn was wir jetzt auch machen wollen, ist, wir wollen bei den Bifelos nochmal ein permanentes Feuer machen, damit wir uns da hinflüchten können, auch wenn es Nacht ist, wenn die Hunde kommen und so. Ne? Ja, ja. Sehe ich auch so. So nicht anders. Ich sehe auch. Hey, guck gerade noch. Bus ist gerade in die Wiki vertieft, kann das sein? Ich bin gerade richtig in die Wiki vertieft. Ich suche noch nach weiteren Quellen für das Map Reset Debakel hier. Na, Bus ist nämlich hier unser Brain. No, wir sind verloren. Ja, wir sind so gut wie tot. Bus, der schaut hier jetzt alles. Oh Gott, der Tag ist schon fast wieder rum, ey. Ich habe kein Essen mitgenommen, wo ich war. Egal, das schaffe ich schon irgendwie. Die Bohne mit. Irgendwie schaffe ich das schon alles. Das kriegst du schon hin. Holzhacken. Ah, ich mache ein Nickerchen. Ja, immer schön in diese Siesta-Wurze rein. So. Super. Das ist echt das beste Gebäude, ey. Besser als alles andere. Was? Oh, noch besser? Noch besser als alles andere? Das geht doch gar nicht. Geht ja wohl. Komm mal. Warum liegen hier eigentlich so viele verfaulte Sachen rum? Ah, er hat mich getroffen. Verdammt. Ach, jetzt. Gleich müssen bauen ein Lagerfeuer. Nein. Jetzt wird er nicht schaffen. Nein. Oh, jetzt ist er wieder bei den Bären. Ich werde es wohl doch nicht bis zu dem Feuer im Steingebiet schaffen. Ich hab gedacht, ich würde es schaffen, aber... Ah. Ja, obwohl es kann knapp werden. Oh, wartest du? Was versuchst du denn? Ist doch noch ewig Zeit. Naja, ich will halt die Steine mitnehmen hier, die hier sind. Ach so. Und wir brauchen, glaube ich, ja 12 Steine für dieses blöde dauerhafte Lagerfeuer. Mhm. Das ist ja leider sehr viel Zeug, was man dafür braucht, ne? Ich habe auch kein Essen mitgenommen, sehe ich gerade. Ich brauche aber Steine auf dem Kochtopf. Wie viele? Ich muss rechnen. Oha. 3 mal... Ein Kochtopf. Für einen Kochtopf 3 mal... 3 mal 3, also 9. 9? Da willst du 3 Kochtöpfe bauen oder was? Nein, ich brauche diese besseren Steine. Ach so, deshalb muss. Ach ja, alles klar. Aber da habe ich schon 2. Da habe ich schon 2 gebaut. Ja, die wollte ich eigentlich in die Pickhouses reinstecken, aber. Ich meine, von mir aus kannst du die haben. Ari, guck mal, ich hab ja nur noch 3. Ich habe was von der Farm gefarmt. Bist du denn das? Ja. Das Wahnsinns fette Beute ist. Ketzer. 6 Items. Da, ich hab sie da mal hingeschissen. Sprachlos. Die halbe Farm. Die halbe Farm. Die sind für Yamato, ne? Was du da gerade sammelst. Ja. Mein Nanananan. Wo sind die Ari? Da. Die habe ich in meinem Bauch gelagert. Hier. Da hast du Beef Jerky. Oh, danke dir. Ich hab da das Braune auf dem Boden. Das Braune auf dem Boden? Da, das hier liegt das Braune. Guck, da hinter meinem Kopf. Da. Da. Siehst du es denn nicht? Ich sehe es nicht. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen gerade? Das war ein Knuspern, oder?
Nee, irgendwas hat gerade. Kannst du das bitte normal machen? Kannst du das bitte normal machen? Ich hab's nicht ganz gehört. Und jetzt rückwärts bitte. Und jetzt ohne Ton. Jetzt mal zwei. Ich weiß nicht, was ist denn das jetzt gewesen? Das macht mir voll Angst. Na, ein ein gefährliches. Da war's schon wieder. Nochmal. Vielleicht ist dein Nachbar einfach nur auf der Toilette oder so, ich weiß es nicht. Das ist es, genau, stimmt. Hat jemand Feuer? Jemand Scheiße? Hier. Hat jemand Scheiße? Hat jemand Feuer? Warte, ich häng mal einen Arsch rüber. Warte. Wir müssen mal Feuer anmachen, verdunkelt. Ja, irgendjemand wollte das. Warum ist es jetzt so hell? Ah, ja, Vollmond. Vollmond! Vollmond! Ah! Man kann beim Vollmond in der Vollmondnacht rumlaufen. Vielleicht ist das deshalb so ein komisches Geräusch gewesen hier. Ach, ist es gleich Vollmond? Achtung, es ist Vollmond. Genau, das ist es. Das Vollmondgeräusch. Das erklärt einiges. Ja, natürlich. Oh, hier schläft alles. Hasen schlafen. Oh, man kann die Hasen einfach angreifen. Na, schnappst du ihn? Kannst du nicht einfach in die Tasche stecken? Haben wir einen Rasierer? Nee. Hast du noch einen Rasierer? Haben wir einen Rasierer? Wozu brauchst du denn einen Rasierer? Sie ist eine Frau. Ja, ich weiß, aber ich will es gerade. Obwohl ich ja auch. Was willst du rasieren? Du willst die Hasen rasieren? Die Büffel. Die Hasen rasieren. Die Büffel. Haben wir nicht einen Rasierer? Wir haben noch einen Rasierer bestimmt. Könnte Rasierer bauen. Kann ich nicht einen craften? Eigentlich einen haben, ja. Ich kann, einen craften. Oder? Oh ja, ich kann einen craften. Es ist wieder Tag. Oh, verdammt. Ja, es ist Sommer, Mensch. Wie lange soll das dauern? Aber ich würde doch nicht davon. Ich habe jetzt ganz viele Steine dabei und ich muss jetzt zurück, weil ich gleich verhungere. So richtige Steine? Naja, halt die runden Steine. Hat irgendwer noch Sticks? Sticks? So. Ja, ich habe einen ganzen Stack, 36. Ich renne damit weg. Ja. Oh nein, die ganzen Hasen sind gestorben unter den Fallen. Oh nein, alle Fallen liegen tot. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Oh, das nicht, Glas wächst gerade nach. Da ist nicht mal mehr ein vergammelter Hase drunter, das ist einfach gar nichts. Ich glaube, es ist nichts wieder voll. Ich glaube, es bleibt wieder Vollmond. Oh mein Gott. So, bist du jetzt eigentlich schon auf Kur? Bist du jetzt eigentlich schon unten in das andere Biom da wieder runter? Ja. Spielbär? Ich? Ja. Ich bin ins Steinbiom gerade, weil ich ja jetzt die Steine holen wollte. Du hast das LP vergessen. Spielbär LP. Genau, was fällt dir eigentlich ein? Ich bin nicht genau mit meinem vollen Namen. Ja, von uns. Genau. Und fehlt bei mir nicht immer irgendwo noch das Captain? Stimmt, der Rang fehlt ja immer, genau. Der Captain fehlt ja, den unterschlagen wir immer. Das ist Meuterei wahrscheinlich. Seid ihr mit der Mannschaft? Oh nein, da lebt noch ein Hase. Komm her, komm her, Hase. Oh nein, da lebt noch einer. Oh nein, ich hab'n... Oh Gott, ich... Oh, das war knapp, ich hab'n hingelegt. Und dann habe ich ihn getötet. Hat irgendwer unterwegs rote Pilze gefunden? Ganz sicher nicht. Nein. Rote Pilze? Ja, passt mal auf, am Ende verschlucke ich mich hier wirklich noch und mache irgendwelche komischen Vogelgeräusche. Weil ihr denkt nur, ich mache hier irgendwelche lustigen Sounds oder so. Braucht jemand ein ganzes Stack lang Cutgrass? Ja. Echt? Ja, Fallen. Der Segen in der Stimme, ja. Ja, Fallen. Ich pack's dir in irgendeine Kiste. Ja, mach das. Ich muss Hasen töten. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Hat mir jemand ein paar Blumen für mich? Nein. Du musst Butterflies fangen und einpflanzen. Hat noch jemand ein paar Beef Jerkies? Yeah, die haben wir doch auf den Boden gelegt. Ari, darf eigentlich ich ein bisschen Fleisch aufhängen? Ja. Okay, danke. Aber Dankeschön. Nein. Oh Mann. Diese Selchi, wie ist das so schlecht? Naja, ich bin der Einzige, der es nicht durch Schlafen regenerieren kann, also... Er kann sich nicht unter das hier... Ich bis jetzt verloren, ne? Ja... Seit ich einmal da drin geschlafen habe, habe ich mein Sanity komplett behalten. Ja, ja, na, das ist halt so ein bisschen... Das ist halt nicht bei jedem Charakter immer gleich, glaube ich, auch so. Boah, hier sind bestimmt 20 ausgelöste Fallen, ne, und nichts drunter. So, ich habe jetzt hier ein permanentes Feuer aufgestellt. Bei dem Bifelus. Ihr müsst dann einfach nach Süden laufen. Nach Süden? An der Straße nach Süden. Richtig. Ja, okay. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann man sich ja leicht merken.
Wenn ihr versteht, was ich meine. Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich nicht. Okay, warte mal. Ich brauche was zu essen jetzt erstmal. Ich muss meinen Bauch auffüllen. Jetzt esse ich auch mal einen Truthahn. Soll ich jetzt eigentlich nochmal so das Buch lesen oder nicht? Noch nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal kurz. Dann gehe ich erstmal kurz nach Norden, weil ich mir mal kurz was suchen, gucken will. Ich möchte, ob da meine komischen Gräber wieder voll sind. Du hast dann Steine für mich? Ja, genau, das war der Plan. Wo bist du denn? Und der eine komische Pott hier, läuft gerade über voller Honig. Pass auf, ich schläg dir die Steine hier in diese Kiste. Die eine von den Kisten, die näher an dem Kochtopf dran ist. 12 Stück sind da drin. Warte mal, was wollten wir? Genau, ich wollte jetzt noch, genau. Ach so. Stimmt, ich erinnere mich, die wolltest du ja auch haben. Nee, warte mal, dann kriegst du nicht so viel. Dann gibt's nicht so viel. Nein, dann nicht. Dann nehme ich hier noch ein paar wieder raus. So. Was ist denn so ein bisschen Grab jetzt hier? Wieder dunkel. Schwierig. Hier sind alle voll leer. Gehst du dann jetzt auf Lochsuche? Jetzt wollte ich auf Lochsuche gehen, genau. Das hört sich irgendwie falsch an. Wieso denn? Verstehe gar nicht warum. Ich auch nicht, nee. Ich eigentlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es auch nicht. Der Busch hier, ne? Ja. Der Bus, der Busch. Ich bin Busch, ich bin eine Buschhaltestelle. Buschhaltestelle, oh Mann. Das ist die Buschhaltestelle. Wir jagt ja heute einen Brüller den anderen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oder wir sind richtig gut. Ja, das ist ja der Knaller hier. Buschhaltestelle. Das fetzt, sagst du? Das fetzt total. Das fetzt alles weg. Ari, kannst du mal von dem. Kannst du mal. Wie Ari immer. Ari, du musst das hier nicht so lange offen, Mann. Mach aber den Kühlschrank zu. Der Stromverbrauch, die Kosten. Das macht Ari nämlich zu Hause auch immer so, wenn sie was kocht. Sie macht den Kühlschrank auf und lässt den einfach offen. Ja. Alle das Jerky, oder? Ja. Außer wir nehmen das Ding mit. Wir nehmen den Kühlschrank mit, genau. Nee, nicht den Kühlschrank, Mann. Das Schlafteil da, dieses Siesta-Ding. Kann man das mitnehmen? Ich glaube nicht, dass das mobil ist, oder? Kann man das überhaupt in der Höhle aufbauen? Also die Schlafsäcke sollten noch mobil sein, oder nicht? Ja. Was? Schlafsäcke? Moment. Ja, Schlafsäcke. Die geben nicht so viel wieder, aber Schlafsäcke. Das passt dann euch einfach auch für euch auf, während ihr schlaft. Das ist dann auch bei Survival, ne? Ja. Man kann hier einen Wasserballon mitnehmen auch. Ein Wasserballon? Oh, werden wir etwa verdursten? Kompass kann man auch mitnehmen. Ah, den Wasserballon, glaube ich, für die Wüste, wa? Das kann gut sein, ja. Booster Shot kann man auch machen. Boost your declining max health. Das ist sowas wie ein Energy Drink. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also diese Stormwall meint ihr dann, oder was, mit Schlafsack? Ja. Da kann ich sogar gleich eine bauen, warte mal. Nicht mein ganzes Heu nehmen. Nee, mein ganzes Heu nehme ich. Ich habe nur gewartet, bis es Nacht wird. Das Kleine hätte bestimmt gereicht. Sicher ist sicher. Soll ich mal schlafen, spaßenshalber? Warte mal, ich probiere das jetzt mal aus. Oh, guck mal. Funktioniert's? Es scheint zu funktionieren. Ich krieg Sanity zurück. Okay, und wie ist mit dem Hunger? Hunger geht runter. Okay. Nehmen wir einfach alle noch Schlafsäcke mit. Ah scheiße, der Schlafsack ist weg. Sehe ich gerade. Der verbraucht sich. Den können wir nur einmal einsetzen. Wir hatten doch einmal schon erwähnt gehabt, dass wir glauben, dass man die nicht benutzen kann beim Multiplayer, oder? Mhm. Hatten wir es nicht auch schon mal beim Let's Play erwähnt? Und keine Kommentare, keine wütenden Kommentare, wo drin steht, die kannst du benutzen? Weil wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch den alten Stand hatten, ohne DLC. Deshalb haben wir da noch keine, ne? Das ist diese Sache mit den Zeitreisen, ne? Wir sind ja jetzt in der Zukunft, quasi. Ich wusste nicht, dass es mit DLC was? Kommt. Normal, bitte. Ich dachte, das war schon immer im Spiel drin.
Was nochmal, bitte? Wir sind jetzt in der Zukunft und da waren wir dann noch gar nicht in der Vergangenheit? Können wir wieder zurück in die Vergangenheit? Dann würde ich mir Lottozahlen und sowas merken. Ja. Ich möchte eigentlich lieber zurück in die Zukunft. Jetzt gleich. So, ja. Zurück jetzt in die Zukunft. Wo regnet es jetzt? Nee. Und wann ist dann? Dann ist jetzt. Wann? Jetzt. Genau jetzt. In diesem Augenblick. Oh Gott. Ich bin schon so alt. Kacke. Na. Ja, genau. Ihr könnt ja mal alle euer Stroh sammeln und dann euch da draußen einen Schlafsack bauen. Dann können wir eigentlich schon in die Höhlen aufbrechen. Ja, wir haben die Höhlen noch gar nicht gefunden. Wir haben, ach ja, genau, stimmt. Wir müssen ja eigentlich die Höhlen noch gar nicht Ich suche sie. Lass uns doch in die Höhle gehen. Jetzt lass uns doch in die Höhle gehen. Genau. Jetzt stell dich nicht quer. Lass uns in die Höhle gehen. Ich war gerade schon in der Zukunft. Dann brauchen gewesen. Wir jetzt einen großen Kaninchenvorrat. Oh ja, stimmt, die Kaninchen, wa? Ich kam gerade zurück aus der Zukunft. Ja, da hatten wir die Höhle schon längst gefunden und sind gestorben. Nein, das darfst du nicht sagen, sonst sind wir demotiviert und gehen nicht in die Höhle. Und dann löst sich diese ganze Loop auf. So, verdammt. Entschuldigung, mein Fehler.